5,6%. Heinz-Wilhelm Müller ist stolz auf diese Zahl. Nur noch so wenige Jugendliche in Südbrandenburg sind aktuell als arbeitslos gemeldet. Vor einem Jahr lag diese Zahl noch im zweistelligen Bereich. Der Vorsitzende der Arbeitsagentur Cottbus hat heute die aktuelle Entwicklung vorgestellt. 2013 hat man sich hier die bessere Vermittlung von Jugendlichen als Hauptziel gesetzt. Das ist gelungen. Man sieht sich aber weiterhin in der Pflicht. Also wir sind sehr zufrieden mit der bisherigen Entwicklung. Aber wir haben ganz klar gesagt, es wird uns nicht gelingen, sofort sämtliche arbeitslose Jugendliche in Ausbildung oder in Beschäftigung zu bekommen. Genauso war es auch. Relativ viele Jugendliche gehen erstmal in Bildungsmaßnahmen. Sie holen ihren Hauptschulabschluss nach, sie gehen in die Berufsvorbereitung und vieles andere mehr. Betriebspraktika sind da sicher noch mal eigens zu nennen. Wir möchten auch auf etwas längere Sicht viele Jugendliche zunächst einmal mit dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Berührung bringen, Interesse daran wecken und dann gute Angebote machen. Das geht nicht alles von heute auf morgen, aber es wird uns gelingen. Auch mit der allgemeinen Entwicklung des Arbeitsmarktes ist man zufrieden. Aktuell sind knapp 30.100 Menschen in Südbrandenburg arbeitslos gemeldet. Zwar ist die Zahl im Vergleich zum Vormonat gestiegen, dies sei aber saisonbedingt. Insgesamt wurde die niedrigste Novemberquote seit 23 Jahren erreicht. Wir haben jetzt sozusagen das sechste Mal in Folge eine Arbeitslosenquote von unter 10%. Auf die wir sehr stolz sind. Das heißt, im Juni fing das Ganze an, dass wir das erste Mal unter 10% verzeichnen konnten. Und das sagt schon eine Menge darüber aus, dass sich die Region sehr stabil hier entwickelt hat, der Arbeitsmarkt sich stabil entwickelt hat. Wir haben eine durchgängig hohe Nachfrage nach Arbeitskräften in den verschiedensten Berufen und können also permanent hier auch wirklich Arbeit anbieten und vermitteln. Wie es im neuen Jahr weitergeht, steht aber noch in den Sternen. Dann tritt der Mindestlohn in Kraft. Wie sich das auf den Arbeitsmarkt auswirkt, könne man noch nicht einschätzen. Arbeitgeber signalisieren aber schon, dass sie auch noch nicht genau wissen, wie sie damit umgehen und erst einmal verhalten und vorsichtiger sind bei der Arbeitskräfteeinstellung fürs kommende Jahr. Also ich denke, es wird vielleicht im Januar, Februar erstmal eine verhaltene Nachfrage geben und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ein großes Fragezeichen bleibt also. Trotz sinkender Zahlen wird es der Arbeitsagentur also nicht an Arbeit mangeln.